Er ist der jüngste Fußballweltmeister der Geschichte. Er schoss mit 29 Jahren das 1000. Tor seiner Karriere. Und er holte als einziger Spieler 3 WM-Titel. Sein Name Pelé. Die Fußballlegende ist nun im Alter von 82 Jahren verstorben. Pelé. Keinen Namen verbindet die Welt mehr mit dem Mythos eines Starfußballers. Edson Arantes do Nascimento, geboren am 23. Oktober 1940 in einer kleinen Stadt namens Trech-Kuraschoisch. Pelé stammt aus ärmlichen Verhältnissen und muss als Kind als Schuhputzer am Bahnhof arbeiten, um seine Familie finanziell zu unterstützen. Als Junge schwärmt er für den brasilianischen Torhüter mit Spitznamen Pelé. In seiner Mannschaft wird er bei ungenauer Aussprache daraufhin Pelé genannt, was letzten Endes zu Pelé führte. Im Laufe seiner jungen Jahre entdeckt Pelé die Leidenschaft zum Ball, schwänzt die Schule und spielt barfuß in einer Straßenmannschaft. 1952 entdeckt sein Jugendtrainer Waldemar de Brito den jungen Pelé und sieht das enorme Potenzial bei dem Jungen. Mit damals 15 Jahren verschafft sein Jugendtrainer ihm ein Probetraining beim über 270 Kilometer entfernten FC Santos. Der Durchbruch gelingt ihm nur Monate später, als er mit nur 15 Jahren seinen ersten Ligatreffer als Einwechselspieler erzielt. Seine Karriere rast enorm weiter. Der Junge vom FC Santos macht sich überregional schnell einen Namen und wird mit nur 16 Jahren in die brasilianische Nationalmannschaft berufen. Weniger als ein Jahr später reist Pelé zur Weltmeisterschaft und ist mit nur 17 Jahren der jüngste Spieler im Turnier. Die Traumreise für Pelé endet im Endspiel, in dem er 2 Tore erzielt und mit 5:2 gegen Schweden der jüngste Weltmeister der Geschichte wird. An jenem Tag wird der Fußballgott Pelé geboren. Mein Vater sagte immer, Männer sollen stark sein, Männer weinen nicht. Dann sah ich meinen Vater weinen, als Brasilien das Spiel gegen Uruguay verlor. Ich sagte ihm, Vater, mach dir keine Sorgen, ich werde die Weltmeisterschaft für dich gewinnen. Ich war 9 bis 10 Jahre alt. Dann war ich 8 Jahre später in Schweden mit Brasilien und Brasilien wurde Weltmeister. Nach der WM 58 bekommt das Jahrhunderttalent Angebote von Real Madrid, Juventus Turin oder den Mailänder Vereinen. Doch die Staatsführung Brasiliens erklärt Pelé zum nationalen Gut und verhindert somit ein Gastspiel in Europa. Heute unvorstellbar. WM 1962 in Chile. Pelé wiederholt das Kunststück und gewinnt erneut die WM. Bis heute schaffte es keine Nation, den WM-Titel zu verteidigen. Pelé mit Brasilien schon. Im Verein brilliert Pelé weiter, holt unter anderem 6 nationale Meisterschaften, 2-mal die Copa Libertadores und 2-mal den Weltpokal. Bei der WM 1966 in England wird Pelé brutal aus dem Turnier getreten und kann nur tatenlos das Ausscheiden seiner Brasilianer verfolgen. Zurück in der Heimat erzielt er am 19. November 1969 einen Meilenstein im Fußball. Vor über 80.000 Zuschauern gelingt ihm das 1000. Tor seiner Karriere. 1970 fliegt der mittlerweile 30-jährige Brasilianer zu seinem 4. und letzten WM-Turnier nach Mexiko. Erst vor der WM kommt heraus, dass Pelé seit Jahren kurzsichtig ist. Mit behobener Sehschwäche holt der Ausnahmespieler seinen 3. WM-Titel. So viele wie keiner vor oder nach ihm. Am Zenit seiner Fußballkarriere angekommen, verschlägt es Pelé in die USA zu New York Cosmos. Dort spielt er noch mit Fußballlegende Franz Beckenbauer zusammen und holt 1977 die Meisterschaft und beendet im selben Jahr unter den Augen von Sportgrößen wie Muhammad Ali oder Bobby Moore seine glorreiche Karriere. Pelé war zu Lebzeiten unendlich dankbar für alles, was ihm widerfahren ist. Er verlor auch deshalb nie die Bodenhaftung und Menschlichkeit.
Bei Treffen und Auftritten in der Öffentlichkeit war er demütig, herzlich und bescheiden, aber nie ohne klare Meinung. Nun ist die Reise zu Ende. Der größte Fußballer aller Zeiten hat die Bühne verlassen und wird noch immer unvergessen bleiben.